And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time things had gotten a bit dangerous when we had entered the room of the clown killer. And we had almost thoroughly searched the room for things. I actually missed this suitcase here. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau, wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Yes. The suitcase or the briefcase is empty, however. Now that just opens this. Okay. Just double checking that I didn't miss anything else. This is just searching the bed. Das Bett ist frisch gemacht und die Straffen waren. There was something. Wait. A little bit pixel hunting here. Maybe we. Maybe we leave then? Let's try to leave. Aha! Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Uh-oh, this is going to be dangerous. Okay, surprisingly, the killer has not seen us yet. Okay, that was quite dangerous, that was really dangerous, but it got us Ich kann mein Glück kaum fassen, als ich in den Taschen seiner Hose zwei Gegenstände finde. Das erste ist ein gewöhnliches Streichholzbriefchen. Keine Streichhölzer, keine Anhaltspunkte. Das zweite ist eine Art Ausweis. Auf der Karte stand Thomas Morlin, Grüber Elektronik. Okay, is there anything else? Sonst ist in den Hosentaschen nichts zu finden. Is the briefcase still empty? We could have put something into it. Ich durchsuche das Innere des Koffers. You could also have put something into the pants, since he briefly. He took his pants. Okay, so that's empty. Well, I suppose that's the only thing that we. Can get, but. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Yeah, he's too smart for that, but he is not that smart. So now we have. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club à la Mut verziert. So now we have this enigmatic matchbox and this. Die Karte, die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Merlin Grüber Electronics steht drauf. And this card. It's not really what we wanted, probably, since we. Well, I would have. Well, one could have hoped that. He would have brought back the documents that. He stole from Plantin, but. Well, maybe we could actually use this. Well.
Maybe we could use this to get the contents of Khan's safe, or rather, of Merlin's safe. Aha. And I think we can. Let us talk to the clerk. If he is there. He isn't. Es ist niemand mit dem Namen Khan eingetragen. Aber der Name für Zimmer 22 ist Moala. Ah, there's the clerk. I would please, receive an item from my safe. Was jetzt, Monsieur? You know what? I'm actually, in fact, Mr. Muller. I just remember. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin, der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Good point. Would you like to have your key back? Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécond es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. That's a clerk with an interesting attitude. So we won't let me... Danke für Ihr Entgegenkommen. See the contents of the safe. I'm not sure whether this is actually what... I'm not sure whether you can actually get the contents of the safe. Let us just try to talk to those... Und schon wieder. Hallo. Here. Okay, there's no new dialogue, so I suppose... Vielen Dank für Ihre... Auf Wiedersehen. There's no reason to talk to this man again. We could try to talk to Mrs. Piemont. Hi, ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Ich habe den Schlüssel. Vielen Dank für Ihre Hilfe, ma'am. Okay, we could show her the card. Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass er mir Morlins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben. Folgen Sie mir, George. Aha! Haben Sie ein Päckchen von Morlin in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlins Pass gezeigt? Oh ja, das hat er... Aber? Also, wo liegt denn das Problem? Er ist nicht Morlin. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Piermont. Einen Augenblick, bitte. Ah.
Wissen Sie, so viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pyrmont. Voilà, Monsieur, les manuscrits du Monsieur Molland. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. And once again, British arrogance has been victorious. Let us thank Mrs. Lady Pyrmont, who has been extremely helpful. This Mrs. Pyrmont really has nothing... Well, has very little to do with the character in Beneath a Steel Sky. Hi, ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? I just wanted to thank you. Das hier also wollte Moala unter allen Umständen verstecken. Wirklich? Die ganze Aufregung nur für ein Stück Tapete? Es ist eine Art Handschrift und sie sieht sehr alt aus. Ich an ihrer Stelle würde das Zeug gut verstecken, bis ich hier weg wäre. Genau mein Gedanke. Ich könnte es aufrollen und in meinen Hosen verstauen. Nein, nein, das geht nun wirklich nicht. Sie würden viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. Another sexual innuendo there. Dieses Streichholzbriefchen habe ich in Moalins Schlafzimmer gefunden. Es stammt aus dem Club Alamut. Wenn man herausfinden könnte, ob das ein Club in Paris ist, wäre das sicherlich nützlich, George. It would be. Ich muss jetzt gehen, ma'am. Okay, I'm now going to save. You might guess why. You probably know why. Of course it is because there are these two thugs waiting out there, just waiting to have a reason to kill us. And I'm now going to save. Not like this. Like this, okay. And I will, okay. And I will show you what happens when you just exit this hotel with the documents in your possession. Something not very pretty. Stopp und keine Bewegung. Durchsuch ihn nochmal, Flip. Ist es das, was du suchst, Guido? Sieh, das ist es. Ich kann alles erklären. Naja, fast alles. Zu spät. Sie werden sich jetzt als Fischfutter betätigen. Ich bin allergisch gegen Fisch. Ich krieg überall rote Punkte, wenn ich Thunfisch esse. Los jetzt. Yeah. Pretty grim, isn't it? There are not many places in this game where you can die. There are some of them. This is the earliest one. So let us restore. And let us think better than just walking outside with the documents that those two thugs are looking for. We have seen that there is a side exit. Die Tür ist verschlossen. Ja. Hotel Ubu. Ubu. Ein Schlüssel. So, we need to obviously exit through the side exit or side entrance. And the only way we can actually manage that is if we jump. Now, if we would simply jump, then we would die, since this is much too high. However, we can build ourselves a ladder.
namely from Khan's bedsheet. Or his pants, maybe. One of the two. So, let us pick up his pants. Sonst ist in den No. Can we take his We can't take his bedsheet apparently. Actually, maybe we take our bedsheet. Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. No, that's empty. Well, how we'll manage to escape this place, we'll find out next time, folks. So until next time, until then.